die Vereinigten Staaten von Afrika, ein Superstaat, der aus den 54 Staaten Afrikas bestehen würde, ähnlich wie die USA gegliedert wäre und sich durch die Vereinigung aus dem Griff der Fremdmächte lösen würde. So oder so ähnlich stellen sich die Befürworter einen afrikanischen Superstaat vor. Besonders der exzentrische libysche Diktator Gaddafi war ein großer Anhänger des Projekts und er konnte weitere afrikanische Regierungschefs von der Idee überzeugen. Was geschah also mit dem Plan? Wird es jemals einen solchen Superstaat geben und wie würde er in der Realität aussehen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Die ursprüngliche Idee einer Vereinigung aller afrikanischen Staaten stammte aus dem frühen 20. Jahrhundert, als fast ganz Afrika noch von den europäischen Kolonialmächten beherrscht wurde. Nicht nur vom Namen her, auch von der Geschichte dienten dabei die Vereinigten Staaten von Amerika als Vorbild. Ähnlich wie diese wollte man sich durch einen Freiheitskampf von den Kolonialmächten befreien, um später dann einen gemeinsamen Staat aus allen unabhängig gewordenen Regionen zu gründen. Wie wir wissen, dauerte die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder aber noch viele Jahrzehnte länger und sie wurden auch alle zu unterschiedlichen Zeiten unabhängig, wodurch sich die Etablierung eines gesamtafrikanischen Staates als sehr schwierig gestaltete. Außerdem versanken viele afrikanische Staaten nach ihrer neu errungenen Unabhängigkeit zunächst im Chaos, wodurch die Durchsetzung eines gemeinsamen übernationalen Ziels aller afrikanischen Staaten zunächst unmöglich war. Trotzdem gab es bereits in den 60er Jahren einen ersten kleinen Schritt hin zu einer übergreifenden politischen Institution. 1963 wurde die Organisation für afrikanische Einheit gegründet, die sich damals vor allem für die Unabhängigkeit aller übrigen afrikanischen Staaten einsetzte. Und später sollte sie dann auch dazu dienen, Konflikte ihrer Mitglieder friedlich in einem überregionalen Gremium zu lösen. Aus dieser Organisation entwickelte sich dann 2002 die Afrikanische Union. Diese wurde nach dem Vorbild der Europäischen Union gegründet und hier arbeiteten die afrikanischen Staaten schon deutlich enger zusammen. Initiator der Gründung war der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi, der bereits seit dem Beginn seiner Herrschaft von einem vereinten Afrika träumte und deshalb die Afrikanische Union mit großem finanziellen Aufwand unterstützte. Die Union kann dabei durchaus als Erfolg bezeichnet werden, da es zur Gründung eines gemeinsamen Sicherheitsrats mit Interventionsrecht führte, eine kontinentale Schnelleingreiftruppe aufgestellt wurde und ein panafrikanisches Parlament mit Mitgliedern aller Staaten Afrikas etabliert wurde. 2009 wurde schließlich Gaddafi höchstpersönlich zum Vorsitzenden der Afrikanischen Union gewählt, wodurch er nun ein für alle Mal seinen Plan in die Tat umsetzen wollte. So sagte er vor den versammelten afrikanischen Führern: "Ich werde weiterhin darauf bestehen, dass unsere souveränen Länder daran arbeiten, die Vereinigten Staaten von Afrika zu schaffen." Er plante dabei eine einheitliche afrikanische Streitmacht, eine einheitliche Währung und einen einheitlichen Pass für alle Afrikaner. Der damalige Präsident des Senegals ließ durchblicken, dass der gemeinsame Staat bis 2017 schon bestehen sollte, die Afrikanische Union sprach allerdings eher von 2025. Man erkannte aber auch hier immer mehr den Größenwahn Gaddafis und seiner Mitstreiter, da er mittlerweile vorschlug, ebenfalls Staaten aus der Karibik mit afrikanischen Minderheiten, wie zum Beispiel Haiti, Jamaika, die Dominikanische Republik oder die Bahamas, in den afrikanischen Superstaat mit aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt konnte er auch noch nicht ahnen, dass nur kurze Zeit später der arabische Frühling ausbrechen würde, der 2011 zu seinem eigenen Tod führen würde. Und mit seinem Tod wurde auch die Idee der Vereinigten Staaten von Afrika zu großen Teilen begraben. Im Nachgang sprechen auch einige Staatschefs davon, dass Gaddafi viele afrikanische Staats- und Regierungschefs eingeschüchtert habe, um Einfluss auf dem gesamten Kontinent zu erlangen. So scheinen die Vereinigten Staaten von Afrika im Nachhinein eher als Prestigeprojekt Gaddafis. Viele einflussreiche Staaten Afrikas wie Südafrika, Kenia und Nigeria drückten sich stets skeptisch gegenüber dem Projekt aus und viele nordafrikanische Länder sympathisierten traditionell eher mit den arabischen Ländern als mit denen aus Subsahara. Wenn es den Staat aber jemals gegeben hätte, wäre er übrigens fast doppelt so groß wie Russland gewesen, wäre mit 1,2 Milliarden Einwohnern nur knapp hinter China und Indien auf Platz 3 der bevölkerungsreichsten Länder und hätte eine Sprachenvielfalt von ca. 2000 Sprachen. Ich denke, man kann abschließend aber sagen, dass der Staat wahrscheinlich so nie funktioniert hätte. Die Staaten sind einfach zu unterschiedlich und es gibt zu viele instabile Regionen in Afrika, die weiterhin geprägt sind von Korruption, Konflikten, Stammeszugehörigkeit und Armut. Ob es daher jemals einen afrikanischen Superstaat geben wird, ist höchst ungewiss. Das Projekt, welches dieser Idee allerdings am nächsten kommt, ist die Ostafrikanische Föderation, die bereits im nächsten Jahr gegründet werden soll. Auch darüber habe ich bereits ein eigenes Video gemacht, ihr könnt es euch hier direkt anschauen. Viel Spaß bei dem Video und ich sage ciao.